Servus Leute, hier ist der Racer und ich bin zurück mit mehr Mad Swamp. Und jetzt schauen wir mal, dass wir heute fertig werden. Weil es doch jetzt schon länger dauert als gedacht und ich gerne auch mal ein anderes Game wieder zocken würde. Und halt da ein anderes Game aufnehmen. Geht davon aus, dass wir sprengen müssen mit dem Dynamit. Ja, damit kann es gehen. Du wirst die ganze Höhle da hochjagen und es so mit Erde auffüllen. Der Ding, die Lunte ist viel zu kurz. Du hast keine Möglichkeit wegzurennen, wenn du sie zündest. Du wirst das Leben begraben. Ist ja nicht so dumm. Aber ich will irgendwas tun. Sie weiß, sie würde nicht so aussehen wollen, bis in Ewigkeiten wie so eine Meerjungfrau oder so aufgeschollen. Bitte, Saitaro, helf mir. Saitaro, Saitaro. Saitaro heißt er. Ich habe falsch ausgesprochen. Nein. Aber du wirst es so oder so machen, egal was ich tue. Du hörst mir nie zu. Ich hab's geschafft, die Lunte ein bisschen zu verlängern. Aber es sind 10 Sekunden, bevor es hochgeht. Wir müssen bis an die Oberfläche kommen, innerhalb von dieser Zeit. Rin, du wartest oberhalb. Ich bleib hier. Ich hab's. Ich hatte die Idee, drum werde ich dich nicht hier lassen. Okay. Also jetzt habe ich dann 10 Sekunden. Renne um dein Leben, wenn es angezündet ist, okay. 3, 2, 1. Es kann schief gehen, weil ich an jedem Scheiß hängen bleib. Das wird's auch. Ich sehe nicht mehr die Zeit. Hab die Zeit nicht mal gesehen, weil die Framerate drüber steht. Ich hoffe, ich bin rausgekommen. Ja. Ihr habt die Zeit echt nicht gesehen. Würde mich interessieren, wie schnell ich war. Muss ich mir danach gleich mal anschauen. Der Boden ist eingebrochen. Es sollte die Höhle auffüllen. Drin, was ist los? Bist du verletzt? Hä? Tränen? Das sind nicht meine Tränen. Sie sind warm. Was sind die von den Mädchen? Ja, ich habe aus Versehen auf den Ordner geklickt, in dem das Spiel gespeichert ist. Dass das nicht in der Aufnahme zu sehen ist, wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. War ja gerade nur schwarzer Bildschirm. Schwarz. Ich frage mich, was als nächstes passiert. Rin? Alter Mann. Also habt ihr es aufgefüllt? Habt ihr? Oder? Verdammt. Das kann man ja nicht so übersetzen. Du verdammter alter Sack. Hast das alles gewusst und du hast uns trotzdem hier eingeladen? Unsere ganze Familie mag mehr Jungfrauen. Hier sind nicht der Lauthaus, der kann einzig haben, okay. Sie können sich selbst nicht helfen, sie haben ihnen helfen müssen. Sie haben lange gewartet. Für eine unbekannte dritte Person, dritte Partei wie euch. Alter Mann. Mr. Tuchida. Sag mir. Hast du den Strom abgeschalten?
dass wir nicht nach raus konnten. Weil niemanden außerhalb kontaktieren konnten. Ja, stimmt. Wieso wart ihr die ganze Zeit in dem Dorf, oder? Wenn ich dorthin gekommen, als ich dorthin gekommen bin, warst du auch da, oder? Ja, stimmt auch. Warum hast du nichts getan? Deine Familie hat das ganze Zeug hier gemacht. Die jungen Frauen ziehen uns an. Sie haben nie vorher nach Hilfe. Keine Ahnung. Schlechtes Englisch. Aber was meine Vorfahren getan haben, war fürchterlich. Ich werde es irgendwie wieder gut machen. Ich wusste, niemand konnte gerettet werden. Du konntest die Mädchen nicht freilassen. Oh mein Gott, was für ein Bauer vom Aussehen. Anders sah er irgendwie cooler aus. Hab sie selber geliebt. Die Meerjungfrauen sind zu schön für die Welt. Ich weiß immer noch nicht, wie man sowas schön finden kann. Ich rufe die Polizei. Okay, stopp drin. Der Alte hat es nicht getan. Okay. Also er selber ist nicht schuld, aber er hat es ja auch gemacht. Der Nebel verzieht sich. Ich habe Jutta die Karte zum Highway oder halt zur Autobahn schon früher gegeben. Es sollte leicht für euch sein, den Berg runterzukommen. Also was machst du jetzt, alter Mann? Ich hab Bock, den Namen zu sagen. Ich vermute... Okay. Gut, wenn ich was er macht, nicht lesen kann, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, was er macht, weil ich das eine Wort nicht gekannt habe. Klasse! Das kommt natürlich auch ziemlich gut. Oh, dann seid ihr da. Habt ihr mitgekriegt, der Ding. Mutter funktioniert wieder. Der alte Sack ist mit einer Karte zurückgekommen. Also können wir jetzt endlich heimgehen. Okay, Jutta. Hilf mir, Yuka herzutragen. Wir gehen so früh wie möglich. Oh, warte. Wir sollten dem alten Mann danken. Ja, haben wir schon gemacht. Komm, lass uns gehen. Ich glaube, das war's Ende und das war's gute Ende. Okay, es ist viel leichter jetzt was zu sehen. Wir sind halb vom Berg runter. In einer halben Stunde. Yuka sieht wieder wie normal aus. Yuka! Drin? Hä? Ich? Yuka! That lag. Wir sind den Berg runter zum nächsten Krankenhaus. Aber es war nichts Außergewöhnliches bei Yuka. Yuka sagt, sie kann sich an nichts erinnern. Nur, dass sie kalt war. Yuka hat ein neues Auto gekauft. Endlich. Er wollte eins mit GPS, das... Oh, fuck. Fuck! Zu langsam übersetzt. Setero hat mich Affenfrau genannt, I guess it's... Es ist immer noch besser als Yama Monkey. Und ich? Da kommt ein schwarzer Rand mit runter, weil das Bild zu Ende ist. Ich habe keine einsamen Träume mehr, darüber das im Wasser zu frieren. Ende. Underwater Dream. Das war das richtige Ende. Ich hätte die anderen vielleicht machen können.
Will ich aber gar nicht, weil das Game so ewig gedauert hat, dass ich jetzt endlich mal fertig sein will. Und endlich fertig sein kann. Ich hoffe einfach mal, dass die Musik jetzt im Auto, im Abspann kein Copyright hat. Das wäre jetzt unnötig, noch eine copyrightete Musik rein zu tun. Mein Headset wahnsinnig leise, ich höre es selber nicht. Ich mache jetzt nicht lauter. Ups. Ja, ich überlege gerade, ob ich lauter machen soll. Wird aber nicht so wichtig sein. Hauptsache, sie ist nicht gecopyrighted. Wenn die gecopyrighted ist. Auf jeden Fall war das jetzt mehr mit Swamp. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Von den Teilen her. Ich glaube 16 oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder? 15, 16, 17. 17, oder? Ja, es sollten, denke ich, 17 sein. Bin jetzt zufrieden, hier nochmal zufrieden. Hier jetzt nochmal die ganzen Bilder, die da drin waren, die ganzen Ophelias und Zeug. Gar nicht mitgekriegt, dass es so viele verschiedene Bilder drin waren. Oh. Jetzt Musik. Die ersten werden nicht gecopyrighted sein, weil sie schon so alt sind. Das Aquarium, okay. War das jetzt am Ende hier, das Aquarium? Kann das sein, dass das jetzt gerade am Ende war? Weil ich glaube, das war auch bei, wenn ich mich nicht irre, bei irgendeinem Harry Potter dabei. Kann sein, vielleicht irre ich mich jetzt aber auch. Ja, das Game war ganz nice. Es war jetzt ein bisschen an sich von der Spielgeschwindigkeit ruhiger als die davor. Ja, eindeutig ruhiger. War auch nicht ganz so gruselig. Hatte ein paar ganz gute Stellen. Vor allem diese aufblitzenden Bilder waren ganz gut. Weil man damit nicht gerechnet hat, die waren einfach random. Am Ende war es ein ganz gutes Spiel. Ah, und was ich als nächstes zocken werde, ich bin mir noch nicht 100% sicher. Aber ich denke, dass es auch Oni wird. Einfach weil es so viele Oni-Fangames gibt und ich nur auch Oni selber schon zweimal gezockt habe, das ist natürlich doof. Aber, da es so viele Fangames gibt, gibt es danach dann ganz andere Möglichkeiten, noch viel mehr zu zocken. Und dann war es das jetzt auf jeden Fall mal für dieses Game. Hoffe, es hat euch gefallen. Zwischendrin ja noch den Stil geändert vom Kommentieren. Aber ich denke, es hat schon gepasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten. Servus.